Ja, wie es halt im Leben so ist, kommen Widerstände. Widerstände begegnen wir, mal heftiger, mal wenig heftiger. Das Leben prägt uns und es ist, den Herrn sei Dank, gut so, dass es nicht immer gut ist, sondern aus dieser Prägung wir Widerstand erfahren. Dadurch, dass der Sergio da ist und er Fitnesskenntnisse hat, hat er mich auch damit angesteckt. Und damit ich ein bisschen Mucki bekomme und ein bisschen gerade stehe und nicht so gebuckelt, trainieren wir schön. Und trainieren bedeutet Widerstand, Schwergewicht heben. Ja? Ich fange ganz klein an. Aber mich sieht ja keiner. Ne? Und deshalb, ja, man fängt klein an. Schön. Und ja, jeder weiß, kleine Widerstände Stück für Stück stärken. Und irgendwann stärken sich die Widerstand, sodass man mit 30 Kilo ein paar Stück machen kann. Kann ich jedem empfehlen. Es tut gut, Fitness, ja. Auf welche Weise auch immer. Und ich merke, dass das so ein Segen wird, auch für die Gesundheit. Aber wie ist es in dem wahren Leben? Also wie ist es im Leben allgemein, wenn wir Probleme begegnen? Wenn wir zum Beispiel sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Wenn das, was auf uns zukommt, uns etwa Angst macht, weil wir ein bisschen unsicher sind, die Krisen, die auf uns zukommen und das für uns nichts Neues ist, ja, wenn wir lesen in der Bibel, was für Umstände auf der Welt kommen. Wie Gott uns führt? Und ich möchte mit euch eine ganz besondere Geschichte lesen, die mit uns persönlich sowieso zu tun hat, aber uns diese Angst vor der Zukunft wegnehmen soll. Und das nennt sich, hab keine Angst, ich bin bei dir. Eröffnungstext ist in Josua 1,9. Wer kennt den auswendig? Josua 1,9. Sag's lauter, wer es kann. Amen. Wieder Fitness, ja? Stark sein sollst. Genau. Ich habe dir geboten, dass du stark sein sollst. Sind wir das manchmal, obwohl wir diese Worte fast auswendig können? Erwischen wir uns nicht morgens bei einem Lobpreis Gottes und loben und sagen, Herr, wie wunderbar ist deine Gnade und wir preisen dich, ich übergebe mich dir. Und abends kommen wir voll Kummer und Leid, weil wir eventuell gefallen sind. Dass wir manchmal Angst und Bange haben, dass was wartet auf mich den Tag? Und wir geben uns zwar Jesus, aber übergeben wir uns wirklich und vertrauen ihm. Aber wisst ihr, ich bin dankbar, dass Gott so eine Art Beschäftigungstherapie für uns hat. Ihr werdet es nicht glauben, Gott hat Humor, wenn es darum geht, seine Kinder zu beschäftigen. Okay, ich möchte mit euch Markus 6 aufschlagen, bitte. Markus 6. Wir fangen mit einer kleinen Geschichte an, die sich ereignete. Und zwar, es war ein sonniger Tag. Markus 6. Ein schöner sonniger Tag. Jesus wie immer umgeben von sehr vielen Menschen. Von allen Seiten kamen sie, um was zu machen? Um sein Wort zu hören. Und wenn Jesus sprach, sprach er nicht nur eine halbe Stunde, weil dann mussten die Leute alle zum Mittagessen, nein. Er sprach mal lange, er sprach ungefähr 4 Stunden, aber er sprach so schön, dass die Leute gar nicht dachten an Essen, an Nahrung, an Sorgen, sondern sie waren so damit beschäftigt, dieses Wort zu hören und zu verstehen, dass sie einfach vergaßen, dass sie Hunger hatten. Aber es gibt immer welche Leute, die sich dann Sorgen machen um den anderen. Nicht die Leute haben gesagt, Jesus, jetzt redest du schon 4 Stunden, bitte sorg mal für Fische und für Brot. Sondern die Jünger sagten, Herr, sie sind so lange hier, bitte gebe du ihnen Essen. Und das nenne ich Jüngerschaft. Wenn Jünger sich kümmern um die Bedürfnisse derer, die in der Gemeinde kommen und zuhören. Stellt euch vor, es kommt ein Gast und sagt, Leute, habt ihr Essen? Oder wir auf ihn zugehen und sagen, dürfen wir dich einladen zu essen? Was passiert? Wir kennen die Geschichte. Jesus vermehrt Brot, es gibt ein Wunder. Ich kürze jetzt ein bisschen. Stellt euch vor, ihr erlebt das. 20.000 Menschen erleben eine Brotvermehrung ohnesgleichen. Durch ein Gebet, das Jesus sprach und erhöhte den Korb,
mit dem Fisch und mit dem Brot und lobt Gott und sagt, danke Vater, obwohl noch nichts passiert ist, ja, und er gab. Können wir manchmal so beten, dass bevor überhaupt was passiert ist, dass wir überhaupt danken, dass das passiert? Denn nur durch den Glauben können wir Gott gefallen. Aber ich bete manchmal, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und das ist eine gesunde Denkweise, weil so sollen wir vor Gott kommen. Herr, ich möchte glauben, dass bevor ich überhaupt bete, dass jetzt was passiert. Die Jünger erleben das. Nun, stellt euch vor, es passiert diese Vermehrung. Was hat das Volk gedacht? Dieser Jesus könnte doch ein guter König werden, oder? So ein guter König. Wenn einer stirbt, steht er auf. Wenn jemand hungert, vermehrt er Brote. Was will man mehr? Ihn wollen wir zum König machen. Macht Wein aus Wasser? Also wir sind versorgt. Tempel reinigen tut er auch noch. Aber Jesus wollte das nicht. Aber die Jünger, und als sie das hörten, now is the time, jetzt ist der Moment. Jakobus, Johannes, weil die Mutter, ne, hat gesagt, euch beide will ich da haben. Und jetzt ist die Zeit, jetzt haben wir ihn. Jesus, jetzt wirst du König. Dann sagt Jesus mal ganz flausch, so. Und da beginnen wir im Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger. Hat euch jemand genötigt? Was bedeutet das Wort nötigen? Und er nötigte sie. Wann nötigt man einen Menschen? Überreden. Wenn einer nicht weggehen will. Jetzt bitte, kennt ihr diese, es gibt so, wie soll man sagen, so, wenn man auf der Straße läuft, kommen diese Aktivisten, die für was dastehen, ja, sie für Tierbefreiung und für gute Dinge, ja. Ich finde es bemerkenswert, sie stehen 8 Stunden im Regen, bei Kälte und sie stehen da, um für diesen Club zu werben. Aber manchmal haben sie so einen Trick drauf und sie lassen dich nicht los, ja. Egal, wo du hingehst, sie springen dir hinterher, ja. Und dann sag mal bitte, ich habe kein Interesse, ja. Ja, aber wenn, kommen Sie mit. Ich habe kein Interesse, ja. Auf jeden Fall, Jesus sagt, nötigt seine Jünger zu gehen. Geht in den Schiff. Geht rüber zu Bethsaida. Hier steht weiter. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, endlich ging er auf einen Berg, um zu beten. So, jetzt die Jünger waren endlich mit dem Schiff, ja? Als es Abend geworden war, merkt euch dieser Zeitpunkt. Wann ist Abend in Israel? Um 6 Uhr abends. Wichtig, ja? Das müssen wir uns jetzt merken. Um 6 Uhr abends hat Jesus geschafft, alle zu entlassen, ja? Und die Jünger gingen endlich auf das Schiff und Jesus ging allein auf den Berg zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf der See und er allein auf dem Land. Und jetzt kommt's. Und er sah, dass sie beim Rudern Not hatten, litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Punkt. Wo war Jesus? Auf dem Berg. Wo waren die Jünger? Auf dem Wasser. Wie viel Abstand war das? War das dort von der Technik bis hierher? Wir müssen hier was verstehen, was das mit uns zu tun hat. Die Jünger standen allein auf der See und Jesus auf dem Berg. Nach was klingt das? Was macht Jesus auf dem Berg? Betet. Die Jünger sind auf dem See und rudern, weil jetzt kommt ein Sturmwind. Ich frage euch, nach was klingt das? Und nach was für Sprache ist das? Jesus sieht die Jünger durch die Nacht, sieht sie alle auf dem See und die Jünger in Troubles, in Problemen. Nach was klingt das? An was erinnert euch das? Sagt nicht die Schrift, denn wir haben einen hohen Priester im Himmel, der Mitleid mit uns hat und betet für uns in schwierigen Zeiten. Ist das nicht eine Heiligtumssprache hier, die Jesus anwendet, in Minimalformat? Weil ich kann bei Nacht höchstens 20 Meter sehen, wenn es nur dunkel ist. Die hatten damals keine Laternen, ja? Auf der See auch nicht. Und Jesus sieht sie
rudern in der Not. Warum hat Gott zugelassen, dass diese Jünger in einen Sturm kommen? Und jetzt passt auf, das, was Schwester White sagt, in Schritt in Leben Jesu. Diesmal habe ich es als So-Format. Ich habe mein Buch vergessen. Aber ist es, ist Seite, ja, hier habe ich es nicht. Oder Moment. Seite 370, Abschnitt 2. Die Jünger waren an jenen Tagen Zeugen der wunderbaren Werke Christi gewesen. Es hatte den Anschein gehabt, als ob der Himmel sich zur Erde herabneige. Die Erinnerung an jene herrlichen und glorreichen Stunden hatte sie mit Glauben und Hoffnung erfüllen sollen. Wenn sich dann aus der Fülle ihres Herzens über all diese Dinge unterhalten hätten, wären sie bestimmt nicht in Versuchung geraten. Ihre Enttäuschung jedoch nahm alle anderen Gedanken gefangen. Die Worte Jesu, sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme, blieben unbeachtet. Es waren segenreiche Stunden für die Jünger gewesen, aber jetzt hatten sie alles vergessen. Wie viel Segen habt ihr in eurem Leben erlebt? Und wundert es nicht, dass wir manchmal im Gebet stehen, wie in einer Krisensitzung und sagen, Gott, wo bist denn du eigentlich? Nach nicht nur zwei Körper Brot voll, sondern wahrscheinlich tonnenweise Segnungen, die wir erlebt haben und doch leider vor lauter Sorgen vergessen haben. Ich kann mir das gut vorstellen. Jetzt Jesus, wir wollen dich zum König machen. Sie haben gedrängt und gedrängt und Jesus sagt, nein, geht. Geht, bevor der Sturm kommt. Ja, aber Jesus, weißt du, geht. Und dann kam der Sturm. Aber dieser Wort, und er sah sie beim Rudern. Fühlst du dich manchmal beobachtet in deine Probleme von unserem Heiland, wenn du inmitten in den Sturm des Lebens stehst, dass der Herr auf dich schaut und gerade für dich betet? Bist du dir da gewiss in den Glauben, dass Gott im Himmel auf die Fürsprache Jesu Christi hört, der gerade in dein Problem für dich da ist, um für dich zu beten? Und er sah dich beim Sturm rudern. Ist es eine Verheißung, dass wir einen hohen Priester im Himmel haben, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten? Dass wir Gott nicht überzeugen müssen, Gott, schau mal, das tue ich und das, um dein Sohn zu werden oder Tochter? Sondern dass du von vornherein eine geliebte Tochter Gottes bist oder Sohn? Schlag mit mir bitte Psalm 102, 20 auf. Psalm 102, 20. Dann bleiben wir ein bisschen bei dem Psalm. Psalm 102, 20. Erstmal gehen wir auf uns rüber und dann in der Zukunft. Psalm 102, 20. Da steht, denn er hat herabgeschaut von der Höhe seines, was? Heiligtums. Wo ist die gegenwärtige Wahrheit jetzt? Ist es nicht in Heiligtum? Jetzt kein Spaß, also ich kriege Gänsehaut bei der Gedanke, mein Heiland, unser Heiland guckt gerade auf uns herab und er kennt unsere Herzen. 21. Um zu hören das Seufzen der Gefangenen, um loszumachen die dem Tod Geweihten. Damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion. Können wir dann noch sagen, o Herr, hörst du mein Gebet? Manche sagen, das Gebet geht nur bis zur Decke. Nein, er geht nicht mal bis zur Decke. Er geht neben dir, weil der Herr ganz nah an dir ist. Psalm 11, 4. Psalm 11, 4. Thank you.
Da heißt es, der Herr ist in sein Heiligtum, heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den der Frevel liebt, hasst seine Seele. Auf wer hat Jesus seine Augen? Nicht etwa auf dich. Er späht seine Augen nach dir, er guckt, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Und da steht Jesus vor dem Thron des Vaters und sagt, Vater, das sind teuer erkauften Gerechten von mir, erbarm dich ihrer. Glauben wir noch daran, dass Jesus Christus unser hoher Priester ist, der bald, und jetzt kommen wir zu das, sein Priesterdienst ablegen wird? Schwester White schreibt weiter dazu. Sie befanden sich mitten auf dem unruhigen See. Ihre Gedanken selbst waren stürmisch, erregt und ohne Vernunft. Und der Herr gab ihnen etwas anderes, um ihre Seele zu beschäftigen und ihre Gedanken abzulenken. Kann das sein, wenn wir manchmal mit ganz irrigen Gedanken sind und wir unsere eigene Vorstellung von der Religion und Glauben haben, wie wir es gestalten können, dass Gott uns da manchmal etwas, einen Sturm in unser Leben gibt, damit wir wieder auf der Position kommen, sogenannten schmalen Weg? Das tut Gott häufig, wenn die Menschen sich selbst Mühsal und Sorgen schaffen. Dank sei den Herrn, dass wir nicht uns, wenn wir uns dabei sind, uns im Weg zu stehen, dass Gott uns eine Lösung hat, um uns anders zu beschäftigen. Es war ganz unnötig, dass sich die Jünger Schwierigkeiten bereiteten. Die Gefahr näherte sich ihnen schnell genug. Ein heftiger Unwetter war heraufgezogen und fand die Jünger ganz gänzlich unvorbereitet. Kann sein, dass manchmal gute Situationen auf uns kommt, dass wir unvorbereitet sind, dieser zu begegnen. Dass Gott, der barmherzige Vater, weiß, was er tut, aber wir nicht bereit sind, manche Dinge wie ein Mann zu begegnen, sondern wir überrascht sind, wenn Gott manche Dinge zulässt und wir wahrscheinlich 15 Mal im Jahr Römer 8, 28 runterleiern und sagen, ja, all jene, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wir sollten beten, Gott, mach mich bereit, weil jetzt kommen wir zu dem anderen praktischen Teil, dem Ende des Weltes. Nicola Taubert, und das hat mir gefallen, sprach, wir reden über alle Themen, aber über ein Thema reden wir nicht, weil wir das nicht wahrhaben wollen. Wisst ihr, welche das ist? Zu hören, dass wir Verfolgung mal erleiden werden, wegen unseres Glaubens. Weil wir so schön gewohnt sind hier und es geht uns gut. Aber habt ihr mal in China gesehen, was da passiert? Und wenn du da nicht vorbereitet bist, was machst du? Ich möchte jetzt kein Negativprediger sein, versteht mich nicht falsch. Das ist Realität, was auf uns zukommt und es wird immer enger. Was machst du? Wenn du auf einmal keine Bibel mehr da hast, eine Schlacht oder ein Elbe oder deine Lieblingsbibel und du steckst in den Knast und hast nichts zum Lesen. Weil ich glaube nicht, dass im Gefängnis jemand kommt und sagt, hier hast du ein Handy und eine gute Internetleitung. Haben wir das Wort in unseren Herzen? Haben wir, wie die Waldenser, die wahrscheinlich nicht nur Matthäus-Evangelium, sondern Johannes-Evangelium und die apostolischen und die katholischen und Offenbarung in ihren Kopf hatten, damit sie, wenn sie in Gefangenschaft waren, einen Trost hatten? Ich traue mich gar nicht von den anderen Dingen zu reden, wie Land, Obstanbau und die ganzen Sachen, wo ich selber noch am Beten bin, zu fragen, Herr, zeig uns deinen Willen. Aber wisst ihr, was auf uns zukommt? Aber eins dürfen wir nicht vergessen, dass Gott das mit Absicht zulässt, damit wir Vertrauen lernen. Und jetzt in diesem Schiff, was hat alles gezählt in diesem Schiff? Haben sie da gestanden und gesagt, Mensch, Johannes, du hast es nicht geschafft, Jesus zu überreden, du bist schuld, ja, du bist schuld. Wenn du mitten im Sturm des Lebens stehst als Gemeinde, was passiert auf einmal da? Ah, so der, er trägt ja Ohren, oh. Ach so, er, das, sie, das, oh, der, das. Meint ihr, wenn Sturm ist, passieren noch solche Gedanken?
Ah, der ist liberal, ah, der ist konservativ. Da geht es darum, das Wasser aus dem Boot rauszuschmeißen, zusammenzurücken. Los, Leute, Wasser, das ist heftig. Schöpfen, 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 auf geht's. Und irgendwann heißt es hier, in Vers 48, und er sah sie, dass sie beim Rudern Not litten. Aber währenddessen betete er, damit sie einander näher kommen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen. Wann ist die vierte Nachtwache? Wir haben gehört, 6 Uhr abends sind die so langsam gegangen. Vierte Nachtwache, wann ist das ungefähr? Vierte Nachtwache war ungefähr 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Eine Vollzeit schöpferische Arbeit, ja. Sie haben da 8 Stunden Vollzeit gearbeitet. Missionarische, einander sich bindende Tätigkeit. Nach 8 Stunden Wasser schöpfen und ohne Hoffnung, weil der Sturm war ja ohne Ende, kommt Jesus. 10 Stunden. Danke dir. Ich habe es jetzt mal so. Ja. Ja. Also nehmen wir 8 bis 10 Stunden. Ja. Jetzt nach 8 bis 10 Stunden Sturm, auf einmal sehen sie den Heiland kommen. Wie kommt er? Mit einem Boot? Mit der Rettungswache? Mit der Polizei? Mit dem? Er kommt auf eine übernatürliche Art und Weise. Hm? Und kriegt keine nassen Füße. Er kommt auf dem Wasser. Ist das, was für Geschöpfe kennen wir, die auf dem Wasser laufen? Es gibt nur eine. 2, Entschuldigung. Und davon mehrere Arten. Mücken und Wasserläufer. Aber wir Menschen, ich kann nicht auf Wasser laufen. Man kann tricksen, ja, mit durchsichtiger Plastik und dann darauf laufen. Aber das ist ja nicht Wasserlaufen. Aber Jesus kommt um die vierte Stunde, um die Jünger zu retten. Was zeigt es uns? Wann geht die Sonne auf? Was sagt Malachi? Denn die Sonne, wer Jesus ist, er ist die Sonne der Gerechtigkeit, die in unseren Herzen aufgeht. Und nach einer durchkämpften Nacht, wo wir fast ausgeschöpft sind und keine Hoffnung mehr haben, werden wir ihn sehen, wie er kommt. Herrlich, herrlich wird es sein, wenn wir von Sünd rein ziehen in was? In das Kanaan hinein. Weil der Hohepriester legt seine Garderobe als Hohepriester weg und kommt als König in einen majestätischen Zustand, das nicht mal, das, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Und er wird kommen. Aber als sie ihm aber auf den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Also, wenn ich dich jetzt bei Nacht so auf den See laufen sehen würde, ja? Der Petrus hat es gemacht. Herr, lass mich zu dir kommen. Und was war wieder das Problem? Er sank die Probleme wieder. Oh, die Welle. Aber sie kannten ihren Herrn nicht. Weil sonst hätten sie ihn erkannt. Herr. Aber sie dachten, es ist ein Gespenst, weil sie vergessen haben, sagt die Schrift. Sie haben es einfach vergessen, was Gott für mächtige Wunder tun kann. Und das ist das Problem, Geschwister, wenn wir vergessen und sagen, oh, ich habe Angst vor der Endzeit, Verfolgung, all dieser Dinge, mein Haus, meine Firma, mein Geld, mein Auto, mein Boot, mein whatever. Wenn wir nur mit das, was wir anhaben, rennen werden, aber vorher in Vollmacht Zeugnis geben werden, weil Jesus Christus betet für uns. Und warum betet er? Was sendet er herein? Was sendet er hernieder? Die Fülle des Heiligen Geistes. Ach ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir können unser Leben leben, ist ja egal. Er sendet den Heiligen Geist und dann werden wir erfüllt sein und predigen. Oder täusche ich mich? Habe ich jetzt was Gutes gepredigt? Oder? Leg ich richtig? Wir können tun lassen, was wir wollen. Der Heilige Geist kommt und wir werden predigen in Vollmacht. Oder muss ich zufällig so mal, wenn ich die Bibel verstehe, jetzt dementsprechend leben? Und mich demütigen, damit mich Gott jetzt schon mit der Fülle des Heiligen Geistes gebraucht, damit da, wenn der Spätregen kommt, auch noch brauchbar bin. Aber wenn ich Angst habe, und Angst gehört zum Leben,
Es werden Wunder passieren. Und die Zeit geht, wir sehen, was passiert. Und darum, was für Entscheidungen triffst du? Was möchtest du sein? Möchtest du ein AIDA-Schiff sein? Ansehen. Gelobt werden von den Menschen. Oder möchtest du ein kleiner Boot sein, was den Herrn trägt? Kommen wir wieder, Prophetiestudium. Winde, was bedeuten Winde in der Bibel? Wenn Winde losgelassen werden, dann, was passiert, wenn Wind kommt mit den Bäumen? Starker Wind. Attacke. Welche Bäume gehen kaputt in dem Wind? Die Schwachen, die Morschen. Aber nach außen ist interessant, wer durch den Wald, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, oder? Die innen drin Morschen, die fallen. Die Grünen, die fest sind, fallen nicht. Winde bedeuten Kriege, Unruhen. Und was, für was stehen Wellen? Für was stehen Wellen in der Schrift? Wellen. Stürme und für was noch? Wie? Wellen. Ja. Jesaja 57,20. Jesaja 57,20. Jesaja 57,20. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Mit wem vergleicht hier Jesus, beziehungsweise die Bibel, Entschuldigung, die Bibel, die Wellen? Mit Menschen, die unruhig sind und das Boot hin und her schaukeln. Er vergleicht es aber auch mit deinem Leben, wenn du unruhig bist. Denn was passierte, als Jesus in das Boot einstieg? Wie ging es um den See? Es wurde ruhig. Dass wenn Jesus erscheinen wird, dann wird die ganze Verfolgung und all das aufhören. Aber ihr dürft wissen, und hier müsst ihr mir helfen, als in Ägypten Hagel runterfiel, wo war das Volk Gottes? Wie hieß diese Stadt? Dieser Städtchen? Gosen. Und hagelte es da auch? Nein, sondern die Sonne schien. Ja. Was für ein Timing. Versteht ihr? Wir brauchen uns keine Angst zu haben. Wo werde ich hingehen? Als Lot von Sodom nicht gehen wollte und ihm auf einmal ein Engel kam und sagte, komm. Nein, komm. Gott hat für dich schon was vorbereitet. Gott hat dir Verstand gegeben, was vorzubereiten. Gott, der Allmächtige, wirkt. Und er hat dir Sicherheit gegeben. Klar, es wird nicht unbedingt jetzt der Highlight des Lebens, was wir uns unbedingt wünschen, all das. Aber der Herr ist bei dir und deine Brüder und Schwestern, die in der Wahrheit sind. Wir werden zusammen entrücken und da wird es Liebe untereinander geben. Schön, ich freue mich. Stellt euch mal vor, einfach einen Charakter, wo nicht mehr zählt, wer oder was du in Gemeinde bist oder draußen bist, sondern einfach schön, weil du dich so annehmen wirst, wie du bist, weil da zählt das alles nicht mehr. Wir sind schon hier. Amen. Und es ist doch schön, wenn wir zusammenrücken dürfen, wenn Probleme da sind, um festzustehen, weil dann werden die Probleme kleiner. Ja. Was sagt ihnen Jesus, als er sich zu erkennen gab zu den Jüngern? Fürchtet euch nicht, ich bin es. Was? Genau. Wow. Wieso habt ihr Angst? Ich ehrlich gesagt weiß gar nicht, wie ich mich verhalten würde in so einem Ding, aber wir dürfen wissen, dass der Herr da ist und für dich betet gerade. In den Krisen deines Lebens, in den Schwierigkeiten deines Lebens, wo du keinen Ausweg mehr hast, steht Jesus vor dem Vater und sagt, Herr, das ist erkauft.
durch mein Blut. Schlag mit mir noch ein letzter Psalm auf, 107, 25 bis 30. Psalm 107. Psalm 107. Da heißt es, Moment. Er sprach und erregte den Wind, ein Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrie sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Letzter Zitat, ich möchte mit dem Zitat abschließen. Ein heftiger Unwetter war heraufgezogen, fand die Jünger glänzlich unvorbereitet. Es brach unvermutet los nach einem herrlichen Tag. Als der Sturm sich plötzlich erhob, fürchteten sie sich, ihre Unzufriedenheit, ihr Unglauben, ihre Sicherheit, haben sie alles vergessen. Jeder von ihnen arbeitete mit aller Kraft, um das Boot vor dem Sinken zu bewahren. In der Stunde der Dunkelheit hatte der See ihnen ihre Hilflosigkeit gezeigt. Was wollen uns die Schwierigkeiten in unserem Leben zeigen? Dass wir Gott brauchen und dass wir nicht auf uns vertrauen. Und sie sehnten sich nach der Gegenwart ihres Meisters. Wo bist du, Jesus? Und sie wussten nicht, dass Jesus für sie gerade betet, ja? Jesus hatte sie nicht vergessen. Der Wächter am Ufer sah die furchterfüllten Männer mit dem Sturm kämpfen. Nicht einen Augenblick verlor er seine Jünger aus den Augen, sondern er verfolgte mit großer Aufmerksamkeit das vom Sturm umhergeworfene Boot mit seiner wertvollen Last. Denn diese Männer sollten das Licht der Welt sein. Besorgt wie eine Mutter über ihre Kinder wachte der Heiland über seine Jünger. Als ihre Herzen wieder demütig waren, als sie ihren unheiligen Ehrgeiz bezwungen hatten und wieder aufrichtig um Hilfe flehten, wurde sie ihnen zuteil. In dem Augenblick, da sie sich verloren glaubten, erkennen sie in den Aufleuchten eines Blitzes eine geheimnisvolle Gestalt, das sich ihnen auf den Wogen nähert. Was wird am Ende der Zeit geben? Donner und? Amen. Wir dürfen voller Freude hingehen. Herrlich, herrlich wird es sein, wenn wir ziehen, ohne Sünd und frei und rein in das Kanaan hinein. Amen. Amen. Fürsorglicher Vater, in Stürme des Lebens begegnen wir Dinge, die uns vielleicht unerhofft begegnen. Ja, wir sehen, wer wir sind, wo wir stehen und sehen, wir brauchen dich. Unser Stolz in den guten Tagen, Vater, wenn sich der erhebt, dürfen wir Danke sagen für manche Probleme. Manche Probleme verstehen wir nicht, aber Vater, bitten wir dich, lass uns stark sein. Verstehen, dass du mit uns bist und vor allem bei uns bist und dein Auge wie eine Mutter auf uns bedacht ist.
Nur du, o Jesus, weißt, wie sehr du uns liebst. Lass uns das verstehen. Und bitte, ganz besonders sei bei all jenen, die in solchen Stürmen stehen, wie die Geschwister, die in dieser Gemeinde Krankheiten und Herausforderungen des Lebens gerade haben. Wenn der Boot so gewackelt wird, dass sie es gar nicht mehr verstehen und sie fragen, Gott, wo bist du? Dass du Antwort gibst und wir danken dir, dass du das durch einen Bruder, durch ein Wort. Du weißt, wie du diese Geschwister trösten kannst. Wir danken dir, Vater, dass wir Sabbat haben. Wir danken dir, dass du den Segen des Sabbats gibst, wo wir geheiligt werden und vor allem, Vater, vorangehen im Glauben, dass wir wissen, dass wir dich bald sehen. Denn wir werden dir gleichgestaltet sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.